So, dann ist die auch repariert. Ich glaube, ich muss mal rein und was zu trinken holen. Puh, es wird schon ganz schön schwer, sich zu bewegen mit den Zwillingen. Was haben wir denn zu trinken da? Auf eine Cola habe ich eigentlich keine Lust. Ich möchte lieber ein Wasser. Ich guck mal, ob in der Garage ein Wasser ist. Ein paar Sekunden später. Oh nein! Und was ist das? Oh Gott, ich habe plötzlich so Schmerzen dort. Ist die Fruchtphase wieder geplatzt? Oh Gott! Au, 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 au. Was mache ich denn? Wie komme ich jetzt ins Krankenhaus? Und wo ist Leon? Eine Minute, 37 Sekunden später. Schatz, ich bin von der... Luna, was ist mit dir? Um Gottes Willen. Leon, mir geht's gerade nicht gut. Ich glaube, die Zwillinge kommen. Oh Gott, kein Problem. Wir fahren sofort ins Krankenhaus. Keine Sorge, wir schaffen das. Leg dich erstmal hin. Am besten hier auf die Couch. Ich hol dabei das Auto. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Zwillinge kommen. Die Zwillinge kommen. Bloß keine Panik. Bloß keine Panik. Die Zwillinge kommen. Ach Gott, ich Schatz, ich komme. Ich komme schon. So, mein Schatz, keine Sorge. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus. 6,5 Stunden später. Oh Gott, ich schaff das nicht. Doch, natürlich schaffen Sie das. Pressen Sie ganz fest. Okay, okay, okay. Eine Stunde später. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben zwei gesunde Töchter. Möchten Sie sie halten? Ja, natürlich. Herzlich willkommen im Leben, Diana und Dina. Dina, wollen wir Stofftiere spielen? Oh, gute Idee, gute Idee. Wo habe ich denn Nili hin? Warte, ich hole ihn kurz. Ein paar Sekunden später. Ich hab ihn, ich hab ihn. Nili ist Affe. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh, hörst du das auch? Ja. Papa und Mama schimpfen unten. Wollen wir mal gucken gehen? Vielleicht schimpfen sie den Bären. Was? Du meinst Barry, der in der Wäsche ist, den Mama gerade wäscht? Gute Idee, komm, lass gucken. Luna, ich halte das so alles nicht mehr aus. Das geht so nicht weiter. Ich glaube, hier sollten wir nicht sein. Komm schnell wieder hoch. Komm schnell wieder hoch. Boah, das ist wieder so typisch für dich. Ganz ehrlich. Was willst du denn jetzt von mir? Was soll ich jetzt dazu machen? Wir haben nun mal zwei Zwillinge. Das ist viel Arbeit und kostet viel Geld. Also was möchtest du jetzt? Was genau? Ich möchte ein neues Leben. Mit einem Kind. Und nicht mit so viel Stress. Und vor allem nicht mit dir. Ganz ehrlich, dann musst du halt gehen. Dann hilft's halt nichts. Na, wenigstens siehst du's ein. Am nächsten Tag. Aber du kannst Dina nicht wegnehmen. Das geht nicht. Du kannst die Zwillinge nicht einfach trennen. Du sagst mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Ganz ehrlich, das sind auch meine Töchter. Und das Einzige, was Sinn macht, ist, dass ich eine nehme und du. Und jetzt ist Schluss. Dina, wir gehen. Aber ich will nicht gehen. Ich will euch nicht verlassen. Ach, mein kleiner Schatz, ich möchte natürlich auch nicht, dass du gehst. Aber dein Vater, du siehst ja, geh besser mit ihm mit. Sonst bekommen wir alle noch richtig Ärger. Ich werde dich so vermissen, Dina. Sag mal, wie läuft's eigentlich bei dir mit Josh? Mit Josh läuft's echt super. Also ich weiß nicht, ob der allererste Junge, den man trifft, gleich der Richtige ist. Aber für mich fühlt sich's so an. Magst du noch einen Cookie oder so? Ich hol mir auf jeden Fall noch was zu essen. Oh ja, einen Cookie hätte ich auch gerne. Okay, warte kurz. Hallo, entschuldigen Sie. Wir hätten gerne noch zwei Cookies. Natürlich, kein Problem. Kommt sofort. Ein paar Sekunden später. So, bitteschön, die zwei Cookies. Das macht bitte 7,20 Euro. Puh, Cookies werden echt immer teurer. Aber hier, bitteschön. 7,50. Susi, dein Cookie. Was ist denn mit dir? Psst. Diana, hattest du nicht gesagt, du hast eine Zwillingsschwester? Hä? Will die auch einen Cookie? Warte, was? Nein, das hat mit dem Cookie nichts zu tun. Guck mal hinter dich. Die sieht genauso aus wie du. Vielleicht hat sie ein bisschen andere Haare, ja, und was anderes an natürlich. Aber ansonsten sieht sie wirklich aus, als wenn sie dein Zwilling wäre. Echt? Warte, nimm mal bitte den kurzen Cookie. Lecker. Und jetzt geh hin. Okay, ich geh hin.
Aber am besten warte ich noch, bis sie fertig bestellt hat. Ich muss mich noch mal ganz kurz hinsetzen. Schau, was sie bestellt. Sie bestellt dasselbe wie du. Wirklich? Ein paar Sekunden später. Okay, ich glaube, sie ist fertig. Ich gehe mal hin. Vielen Dank. Oh, Entschuldigung. Ich wäre beinahe nicht reingelaufen. Bist du meine Zwillingsschwester? Was? Wer? Ich habe keine Zwillingsschwester. Bist du nicht Dina? Was? Doch, ich bin Dina. Oh mein Gott, Dina, du bist es wirklich. Ich hab dich so vermisst. Wir haben so lange keinen Kontakt gehabt. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin dein Zwilling. Bist du dir sicher? Mein Papa hat mir nie erzählt, dass ich den Zwilling habe. Wann wurden wir denn getrennt? Also du hörst dich aber an wie ich und siehst auch aus wie ich. Es ist ziemlich komisch. Aber Papa hat nie irgendwas erwähnt. Mama hat mir die Geschichte immer genau erzählt. Papa ist gegangen mit dir und wir konnten dich nicht zurückgewinnen. Und er ist nach Barry Avenue gezogen mit dir und wir durften dich nie wiedersehen. Ich war 5, als du gegangen bist. Oh mein Gott, ich hatte ja absolut keine Ahnung. Lebt Mama noch? Lebt Papa nicht mehr? Nein, Papa ist gestorben. Vor 6 Monaten an einem Herzinfarkt. Oh mein Gott, das tut mir total leid. Es war echt ziemlich schwer. Aber lebt Mama noch? Ja, Mama lebt noch. Wir können sie gerne besuchen fahren. Ich wohne gleich neben ihr. Wow, ich kann es nicht fassen, dass Papa mich angelogen hat. Ich freue mich schon auf Mama. Ich dachte, sie will mir nichts mit mir zu tun haben. Das hat Papa zumindest gesagt. Komm, lass uns gleich gehen. 20 Minuten später. Hier sind wir, Dina. Hier bin ich aufgewachsen. Und du auch die ersten 5 Jahre. Wow, Diana. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich eine Schwester habe. Aber weißt du, an was ich mich erinnere, wenn ich das Haus sehe? Nein, an was denn? An was kannst du dich erinnern? Weißt du noch, wie wir gespielt haben? Mit Teddy und Neely? Ja, natürlich. Mit den beiden haben wir immer gespielt. Und Berli, der war in der Wäsche. Ganz, ganz lang. Und dann bist du ausgezogen. Und ich habe dich nie wieder gesehen. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Komm, lass klingeln. Ich freue mich schon so auf Mama. Und Mama wird sich erst freuen. Einen Moment. Ich bin gleich da. Ein paar Sekunden später. Diana? Bist du's? Dina? Hi Mama, ich hab da jemanden mitgebracht. Mama? Mama, bist du's wirklich? Dina? Du bist es wirklich? Ich kann's nicht fassen. Du bist da. Ich hab jahrelang nach dir gesucht und endlich bist du da. Mama, ich kann's echt nicht fassen. Papa hat mich all die Jahre angelogen. Und ich bin so froh, dass wir jetzt hier sind. So ein Zufall, dass ich zufällig heute nach Brookhaven gekommen bin. Ihr Mädchen, wir sollten definitiv nicht weinen, sondern uns freuen. Ich höre jetzt auch auf zu weinen. So, und jetzt mache ich uns was Schönes zu essen und danach einen Kaffee. Und dann kannst du mir alles erzählen, was in deinem Leben bis jetzt vorgefallen ist. 2 Stunden später. Ich bin so froh, dass dein Leben schön war, Dina, obwohl es ohne uns war. Ja, das war es wirklich. Ich wusste ja nicht, dass ihr existiert und nach mir gesucht habt so viele Jahre. Ich wusste nicht, dass wir einen anderen Nachnamen hatten und dass Papa den geändert hat. Aber ich bin jetzt so froh, dass ich hier bin. Und ich erst. Ich habe dich so viele Jahre vermisst, Dina. Lass uns hier gemeinsam irgendwo wohnen, bei Mama, und gemeinsam unser Leben verbringen. Und ich hoffe, dass wir uns jeden Tag sehen können, bis an unser Lebensende. Wir haben uns hier heute versammelt, weil wir den Tod von meiner Mama Diana und meiner Tante Dina betrauern möchten. Möchtest du auch was sagen, Lisa? Ja. Danke dir. Es tut mir so leid, dass meine Tante Diana und meine Mama Dina gestorben ist. Aber sie waren so lange zusammen und sind erst gestorben, als sie alte Frauen waren. Und es war einfach toll, dass sie sich mit 20 wieder gefunden haben als Zwillinge und ihr Leben lang gemeinsam in Brookhaven gewohnt haben. Wir werden dich vermissen, Mama. Ja, ich werde dich vermissen, Mama. Dann war es aber mit diesem Brookhaven Roleplay von heute. Falls dir gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne Like, Kommentar und kostenlos Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!